Hallo, ihr Quirlinge! Der namenlose Held ist unterwegs im Minental auf Drachenjagd. Hier gab's eine unfreundliche Begegnung mit einem Minecrawler-Krieger zuletzt. Der ließ sich nicht abschütteln, Schweinebacke. Aber die Jungs von Fayettes Schürfstelle waren zur Stelle und haben mir geholfen, an Ort und Stelle. Man stelle sich vor, sie wären nicht da gewesen. Und bevor ich jetzt nochmal Stelle sage, erzähle ich lieber, dass ich jetzt das Mana-Gear wieder angelegt habe. Und nein, ich gehe jetzt nicht mehr in diese Silvestro-Höhle, also Mine rein, auch nicht in den anderen Zweig. Da ist bestimmt auch irgendwas, aber das werde ich mir anschauen, wenn ich hier mal auf Jagd bin. Die Gegner des vierten Kapitels wegjage. Das mache ich dann zwischen zwei Episoden, habe ich ja schon angekündigt. Jetzt will ich aber erstmal lieber den Drachen hier mal in Augenschein nehmen. Das ist ja eigentlich nur diesen Berg hier hoch, da wird es aber auch ein paar neue Gegner geben, fürchte ich. Ich habe ja schon mal gut aufgeräumt vor einiger Zeit. Im dritten Kapitel war das. Aber hier sind bestimmt wieder ein paar neue Viecher. Also da hinten, die Ecke, es war noch alles wieder frei. Dann gab es aber eine Stelle, ich glaube, hier bin ich dann den nächsten Weg nicht höher gelaufen, glaube ich, oder? Hier gab es so Feuergolems und Echsenmenschen und so Kram. Die sind immer noch alle weg, aber weiter hoch war ich nicht, stimmt's? Nee, ich glaube, hier war ich noch nicht lang. Na dann, die Spannung steigt. Da gibt es Echsenmenschen. Echsenmenschen gehen ganz gut mit dem Bogen, wie ich mittlerweile weiß. Und ich habe auch einen besseren Bogen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Es gehen vielleicht sogar zwei Echsenmenschen in einem Rutsch. Aber ich will mein Glück auch nicht überstrapazieren. Ach, da liegt ein toter Drachenjäger. Heilkraut. Jemand, den ich kenne. Oh, da ist ein genau. Lava-Golem, Feuer-Golem, irgend sowas. Speichern. Oh, nee. Okay. Dann halt so. Wenn du meinen Blitz quasi komplett abblockst, dann hast du Pech gehabt. Dann gibt's halt Pfeile in die Lava-Eier. Ja, brauchst dich gar nicht zu beschweren. Hetze vom Kugelblitz. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Du bist so langsam an solchen Stellen. Weg, weg. Die hauen dich zweimal, dann bist du Magiermus. Hört auf, mir zu folgen, hört auf, mir zu folgen, hört auf, mir zu folgen. Danke. Was mache ich hier? Oh, Stress. Aber immerhin ein Level up. Oh, weia, ist das gefährlich hier. Ich sag ja, ich war hier noch nicht. Ja, und hier steppt der Bär. Der beschuppte, reptilienartige Feuergolembär steppt hier. Aber nicht mehr lange. Innos Haupt strahlt auch über dem Dunst des Minentals auf die Kreaturen Belias herab. Alte Münze. Toller Drachenjäger. Und jetzt dem auserwählten Innos Kraft geben, hier diese Herausforderung zu bestehen. Feuergolem, was ist das? Heilwurzel? Der ist alleine. Das geht. Was machst denn du da? Ey, was machst du, Held? Du hast 92 Bogenschießen, Mensch. Oh, ist das gefährlich hier. Komm hier, futter mal was. Da ist der Nächste. Ah, scheiße. Ich wollte hier hoch. Oh, die Musik. So. Gut. Ich brauche jetzt übrigens 23.000. Ein paar, also so ein 1.000 habe ich jetzt schon wieder. Wahrscheinlich waren es 24.000
Erfahrungspunkte, die ich jetzt brauche für den nächsten Level ab. Oh, die Musik! Da sind die nächsten. Held, manchmal bist du so dämlich, weißt du? Also manchmal, da könnte ich dich in der Pfeife rauchen. Jetzt kann ich wieder diese scheiß rasselnden, hechelnden Echsenmenschen wieder bis fast zu Garons Thron. Donk. Ich hab's sogar überlebt. Scheiße, okay. Jetzt habe ich sie abgehängt, ganz sicher. Oh Mann, das hast du dir ja selbst zuzuschreiben. Ich habe null Mitleid mit dir, weißt du das? Wer so dämlich ist, genau dahin zu springen, so ein Millimeter in den Bereich, dass die dich sehen, obwohl ich doch deutlich gemacht hatte, dass du... Wer bist denn du? Speichern? Wer bist du? Du bist nicht Hoshpaku, du bist nicht Urshak. Die sind beide tot. Du bist ein ganz ordinärer Ork-Schamane. Wow, hier unten wäre ich ja nie wieder hingelaufen. Weil in der Truhe war ich ja schon mal. Ork-Schamane. Schick. Okay, Held, du wolltest mir mit dieser komischen Akrobatikeinlage einfach nur zeigen, dass du hier... Jetzt komm schon. Dass du hier... Ja, hier war ich schon. Dass du hier diesen Ork erspürt hast, irgendwie. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber du hast es geschafft. Und das wolltest du mir zeigen. Okay, es ist irgendwie zu, also nachzuvollziehen. Das mildert meinen Groll ein ganz klein wenig, weil ich glaube, wenn ich hier meine Jagdtour durchs Minental dann machen würde, also eine Zukunft, also Futur 2, wenn ich meine noch stattzufindende Jagdtour des vierten Kapitels durchs Minental gemacht haben werde, ne? Futur 2, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt ganz bestimmt nicht nochmal hier reingeschaut, weil die Höhle derartig abgelegen ist und ich gedacht hätte, ach, was soll denn da wieder sein? Ja, ein Ork-Schamane soll da sein. 350 Erfahrungspunkte, holla. Aber wer kommt denn darauf, dass da einer ist? Na gut, also ich habe da oben noch die nächsten zwei Echsenmenschen. Zwei sind halt doof, einer ist gut wegen Bogen, aber zwei sind doof. Und die hauen halt mit ihrem dicken Hammer derartig heftig zu, das ist nicht auszuhalten. Auch nicht mit Level 47. Oder? Doch, ja, 47 stimmt. Das heißt, ich brauche eine erhöhte Schussposition. Und eigentlich wollte ich da, aber das geht ja wieder mal nicht. Geht's vielleicht hier? Ja. Was mir aber nichts nutzt. Wenn ich jetzt hier... Ich hab's wieder überlebt. Was ist das Scheiße, ey? Jetzt laufe ich wieder hoch. Diesmal habe ich Glück, da kam einer alleine. Ich wollte gerade sagen, Held, wenn du noch einmal hier abstürzt, dann breche ich sofort das Let's Play ab und streiche Gothic 3 aus der Wunschprojektewahl. Überlegst du echt gut. So, der ist jetzt alleine, vor dem habe ich dann keine Angst, wenn der alleine ist, weil Bogen und so. Da kann man doch wohl sich hochziehen, oder? Ist nicht so schlau.
Ja, 2 Scheißschläge und 60% Gesundheit weg. Oder auch 55. Oh, das ist ein Viehzeug. Da ist nichts zu holen. Ekelhaft. So, leg das mal an. Ich glaube, ich stelle auch gleich mal um aufs Auge Innos. Das werde ich ja brauchen. Speichern. Und dann. Hol dir mal einen. Weil ich nicht weiß, wie viele Typen hier noch um die Ecke stehen. Wieso wackelt das hier? Das nervt mich. Ach, jetzt schieße ich meinem eigenen Golem in den Arsch. Einer ist am Golem hängen geblieben, der eine ist bei mir. Mit ein bisschen Tempo. Das habe ich hier schon abgehängt. Ich hätte euch ganz gern voneinander getrennt. Hey! Hier bin ich! Hey! Und ein einzelner Echsenmensch haut meinen Golem zu Brei. Das liegt daran, dass der Golem sich nicht wehren kann, wenn er angegriffen wird. Der prallt dann so ein bisschen ab. Das ist ja genau der gleiche Effekt, warum ich einen Golem auch gut mit dem Bogen klein machen kann. Also ein Gegner, der physischen Schaden macht, und die haben auch noch Hämmer dabei, was gegen so einen Steingolem besonders gut wirkt. Also wenn die schnell hauen, dann steht er doof rum, weil er behäbig ist und schafft nichts. Das ist genau der gleiche Effekt wie Golem gegen Troll, halt nur dann andersrum. Ja, Troll ist halt behäbiger als der Steingolem. Da ist ein Drache. Ich habe keinen Ed mehr übrig. Nee, oh, der sieht aber gefährlich aus. Scheiße, speichern. Na? Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Ah. Rede mal mit, wie hast du, Petrakan und Pandroko oder so ähnlich? Die hatten auch so Sprüche drauf. Wer bist du? Mein Name ist Feomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Und ich dachte, ich erfahre auch noch deine Handynummer und wir haben ein Date demnächst. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Ja, daran erinnere ich mich sogar. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Rune, die nur für dich angefertigt wurde.
Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Ich glaube, 4 dieser 5 Kameraden kenne ich schon. Wer ist denn der 5? Irgendeiner, der so das Maskottchen spielt. Wie wär's denn mit Buster? Buster macht sich gut als Maskottchen. Na, ich denk mal drüber nach. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Doch, denn ich hüpfe davon. Den gleichen Weg, den ich gekommen bin. Du kommst doch hier nicht durch, oder? Nie und immer kommst du hier durch. Was machst denn du gegen einen Steingolem? Nur mal so testweise. Machst du deine Sache gut? Das Stein ist ja gegenüber... Na gut, jetzt macht er ihn platt. Der Golem kommt da nie wieder raus. Ey, ich werde doch wohl diesen Drachen langsam mal in den Fokus kriegen. Okay, der heilt ja auch, stimmt. Oh, da brauche ich eine andere Taktik. Erstmal brauche ich Mana. Ich glaube, dicke Feuerbälle werden bei dem überhaupt nichts bringen. Wie wär's denn mit dicken Kugelblitzen? Irgendwie merkt er mich gar nicht. Okay, der ist irgendwie auf den Steingolem fixiert. Nein, nicht mehr. Lauf mal dahin. Okay, der ist in seiner komischen... auf den Golem. Okay, der ist aber eigentlich in günstiger Position gerade. Fiomat hat was einen riesengroßen Fehler gemacht, weißt du das? Denn ich bin ein Meisterbogenschütze. Und schießt er jetzt in den Bauch. Während du dich darauf konzentrierst, dass der Golem auch nicht wieder aufsteht. Bumm. 5000. Wow. Er war nicht schlecht. Ich habe die dicken Feuerbälle jetzt absichtlich nicht ausgepackt, weil das hätte rollenspielerisch nicht funktioniert, auch wenn es taktisch vielleicht oder technisch funktioniert hätte. Ich finde 2x Drachenblut, 12 Drachenschuppen und sein Herz... Und dann hätte ich ganz gern noch seinen Hort geplündert. Aber den muss ich erstmal suchen und das Video hat schon ein bisschen Länge. Aber ich glaube, ein bisschen geht's noch und zwar nach dem nächsten Speichern. Wo ist der Hort? Ich erinnere mich daran, dass der hier oben irgendwo in den Felsen war. Das hier sieht erkletterbar aus, wenn der Held mitspielt. Aha. Ach, hier ist es ja schon. Es war doch gar nicht so schwer, du Angeberdrache. Wie bist du denn hier hingekommen? Du musstest da hier oben drüber fliegen, sonst kannst du dich doch nicht durch dieses Loch hier gepresst haben. Was finde ich denn? Ich finde Lederbeutel.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Wenn ich die alle aufheben kann, wovon ich mal schwer ausgehe. Schatulle auch noch dabei. Lederbeutel. Eschenbogen. Edles Langschwert. Komm, Lederbeutelchen, genau, du auch noch. Und hier hinten rum? Schwarzes Erz ist ja auch dabei. Da, schau einer an. Ja, das scheint wohl alles gewesen zu sein. Mach mal gerade die Beutel auf. Ich brauche Kleingeld. Der eine Beutel, der ist noch von... Oh, woher ist denn der? Von den Banditen? Na, keine Ahnung. Das sind hier klein, die sind doof. Der hier ist interessanter. Jawohl. Gut, der wird doch hoffentlich keinen zweiten Hort mehr haben, oder? Na, hier geht's nicht rum. Und da die andere Seite rum, da ist ja der Zugang. Der Weg. Und da hinten auf den Felsen, da kommt man gar nicht hochgeklettert. Ich habe die einzige Stelle benutzt, wo man hochklettern kann. Ganz einfach, weil mir keine andere Stelle einladend genug erschien. Wobei man hier auch nicht hochkommt. Man sich ja ganz, ganz übel festbackt, wenn man Pech hat. Hier geht's ein bisschen lang, aber ich glaube nicht, dass er einen zweiten Hort hat. Da bin ich wieder draußen. Ich kann mich daran auch nicht erinnern, dass das so wäre. Aber ich in Erinnerung ist also ein Thema für sich. Bumm. Na gut, ich breche das hier ab. Falls der noch was anderes hier oben in den Felsen versteckt haben sollte, was ich nicht glaube, aber falls er so sein sollte und jemand weiß das, dann ja, wisst ihr ja Bescheid. Da ist nichts zu. Behaltet eure Weisheit nicht für euch. So, und für den Helden geht's jetzt zurück im Schweinsgalopp in die Burg ins Miental. So, dann wird gleich mal das Auge Innos wieder aufgeladen. Aber auch erstmal abgelegt. Dann geht's zu Oryk und dann ist die Episode vorbei. Es ist schon abgelegt, richtig. Managier. Und hier der Alchemietisch. Gleich das Feuerdrachenherz verarbeiten, ehe es ranzig wird. Zurück. Sehr gut. Und dann Oryk. Er erzählt mir was vom letzten Drachen und das ist der Eisdrache. Einen anderen kenne ich nicht. Ich glaube, es gibt nur vier. Und ja, da ich im Moment außer normalen Jagden nicht mehr so viel im Miental zu tun habe, ach doch, Angars Amulett zurückbringen. Aber ich weiß gar nicht, wo Angar ist. Genau das habe ich auch gesagt. Ja, ich auch. Du alte Drahtspase. Hier. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Das würde mich auch nicht überraschen. Danke.
Okay, dann ist der Drache ja auch im Fokus. Ich glaube, ich lege den Helden mal gerade noch ins Bett. Es wirkt alles schon wieder so ein bisschen nachmittäglich und ich habe keinen Bock, dann loszuziehen und gleich wieder in die Dunkelheit reinzurennen. Drum, geh mal hier rein. Leg dich mal dahin. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Den Schlaf hast du dir verdient. Und dann ist der Held ausgeruht und voller Tatendrang. Und hart. Für Innos. Ja, ja. Wie auch sämtliche Gewirrlinge, die dieses Projekt verfolgen. Der letzten Drachenjagd und die beginnt im nächsten Teil. Bis dahin. So